Kyriakos Papadopoulos vom Hamburger SV schäumte nach der Pleite gegen Hertha BSC aber nicht in erster Linie wegen des Ergebnisses, sondern vor allem aufgrund persönlicher Befindlichkeiten. Ich habe keine Ahnung, warum ich nicht gespielt habe. Der Trainer hat nicht mit mir gesprochen. Ich werde das Gespräch auch nicht suchen, sagte Papadopoulos, der indirekt auch seine Kollegen attackierte. Nach der 1:0-Führung hätte man Partie nicht verlieren dürfen. Nach 14 Spielen ohne Sieg rückt der erste Abstieg der Vereinsgeschichte für den Tabellenvorletzten angesichts von 7 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz immer näher. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Es wird schwer, es wird enger, sagte Papadopoulos. Titz bleibt cool. Titz, nach Markus Gisdol und Bernd Hollerbach der dritte HSV-Trainer der Saison, konterte Kritik. Wir haben uns mit jedem Spieler in der Woche beschäftigt. Aber wir klären das intern, sagte der 46-Jährige, der sein Team gegen Hertha ordentlich umgekrempelt hatte. Er brachte 5 neue, zudem hatten es mit Dennis Dietmeier, Mergim Mavrai, Wallis, Andre Hahn und Sven Schiplock 5 etablierte Profis gar nicht erst in den Kader geschafft. Video: Keller ritt dem HSV im Abstiegsfall, die zweite Liga mit dem Mut.